Auf geht's nach Nantali. Ein von Holzhäusern gesäumter Stadthafen. Die uralte Klosterkirche. Schmale Gassen. Und ein paar Dinge zum Verlieben. Das nehmen wir mit, das wollen wir haben. Voll toll. Okay, wenn wir das Dingi schon nicht kriegen können, dann nehmen wir diesen wunderbaren LKW. Ja, Nantali hat uns gut gefallen. Gut gelaunt radelten wir wieder zur Carlotta und preschten dann unserem Übernachtungsplatz entgegen. Am nächsten Morgen ging es weiter Richtung Inyö. Es wird mal wieder geschleppt am Morgen. Ganz bisschen schneller als wir ist er. Wir haben es schöner. Was sollen mir diese Gerätschaften sagen? Ein paar schöne Bilder unter Sonnenschein aus der richtigen Richtung und volle Besegelung. Das probieren wir heute mal. So, bist du bereit? Bin bereit. Kann losgehen. Wir haben den Wind komplett von vorne und müssen aber an diesen beiden Inselchen noch vorbei. Und das geht mal mehr und mal weniger. Und das Großsegel sagt, ist mir zu viel Wind von vorne, fall mal ab. Aber Abfall heißt Kollision mit der Insel, auch doof. Und das ist das Kerlchen in Nah. Er hat so einen Kreis um sich rum mit 3 Meter Tiefe und irgendwie 8 Meter Tiefe und an den 8 Metern schubbern wir jetzt gerade eben so lang. Das passt. Es passt. Wird um jeden Zentimeter gefightet. Aber wir gewinnen. Ach, da sieht man links den zweiten Gegner. Auch den haben wir gemeistert. Yippie! Angekommen im Hafen von Inyö.
einfach idyllisch, gepflegt und modern. Und die dunklen Wolken konnten uns überhaupt nichts anhaben, sind einfach über uns hinweggeflogen. Wirklich nett hier. Ist ein Auto. Nicht mehr ganz so neu. Also wenn das nicht ein Petra-Wanderweg ist, dann weiß ich auch nicht. Wir gehen mal ein bisschen. Okay, doch kein Wanderweg. Wir tippen eher auf Motoropfer-Gedenkstätte. Ja, unfassbar, was hier rumliegt. Also Michael tippt auf BMW und meint, so mit ein paar Handgriffen und ein paar Ersatzteilen kriegt man die wieder hin. Ja, wie gesagt, die Kopffarbe und ein bisschen Öl und schon läuft sie wieder.